Grüß euch, ich bin der Christoph Gollens, der Teamchef von Gole & Chefpartie, dem Weltmeisterteam 2011, und ich grille mit euch heute an Käsekuchen. Der erste Schritt, man nimmt die Butterkekse, gibt es in einen Plastiksackerl und zerkleinert die. Das geht ganz gut mit einem Nudelholz, einfach nur fein zerbröselt, damit sie dann mit dem Zucker und dem Zimt und mit der Butter gut binden. Die Keksbrösel gibt man in eine Glasschüssel, kommt ein bisschen Zimt dazu, ein Zucker und eine flüssige Butter. Die wird dann miteinander vermischt und es ergibt dann den Kuchenboden. Zum Backen für den Kuchen nehmen wir jetzt die Gläser her. Die müssen wir zuerst ausbuttern, damit uns der Kuchen dann nicht anklebt. Die Kuchenbodenmasse teilt man auf die Gläser auf und drückt es mit dem Löffel fest an. Für die Frischkäsemasse nehmen wir den Frischkäse, den Sauerrahm, den Zucker, geben die Eier dazu und rühren das mit einem Schneebesen glatt. Abschmecken tun wir das mit einem Abrieb einer Zitrone und mit dem Mark von einer Vanilleschote. Zum Schluss kommt noch ein Schluck Milch und ein bisschen Mehl in die Masse und man muss nochmal vorsichtig umrühren. Die fertige Frischkäsemasse teilen wir auf die vorbereiteten Kuchenformen auf. Zum indirekten Grillen aktivieren wir nur die beiden äußeren Brenner. Je nach Größe der Kuchenformen ca. 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad indirekt grillen. Die Melone in 1 cm dicke Scheiben schneiden und für ca. 5 Minuten direkt grillen. Zum Abschluss den fertigen Kuchen mit der gegrillten Melone anrichten und mit frischer Minze garnieren.